Hallo Leute, Moment. Muss ich mal aus eine Tasse Kaffee nachschenken. Ich habe hier seit den letzten beiden Videos was vorbereitet, da habe ich noch nicht neuen Kaffee getrunken, also neu nachgeschenkt. Ich habe erstmal alles hier hingeräumt, damit ich dann für die Aufnahme alles griffbereit habe. Ja, Sekunde, noch Milch rein. Und zwar habe ich überlegt, ob ich jetzt was zu. Ich kann es mal kurz zeigen, was ich meine. Sekunde. Ja, wahrscheinlich wird es das nächste Video, also dann länger. Ob ich was zu den Steinschlusspistolen hier. Also das ist normalerweise ein Feuerstein, hier ist es halt eine Attrappe. Also auch nur ein Modell hier. Auch keine echte, also keine scharfe. Auch nur eine Replikation. Naja, das Leder ist auch schon ein bisschen porös. Ich dachte erst, ob ich ein Video mache hier zu den verschiedenen Zündmechanismen von Feuerwaffen. Also das war ursprünglich Steinschloss hier. Das war ein Feuerstein. Hier war damals Zündkraut, damit halt hier eine Schwarzpulverleitung, also Vorderleiter mit einer Kugel, also und keine Patronen, die hier damals in den Lauf reingestopft wurde, damit die dann entzündet wurde. War halt anfällig für Regen. Also warum solche Waffen in der Regel bei Regen nicht funktioniert haben. Es gab dann auch teilweise Ideen. Ja, vielleicht mache ich es jetzt doch. Jetzt habe ich einmal angefangen, davon zu erzählen. Also ich kann auch das andere Thema, was ich eigentlich jetzt vor dir machen wollte, dann als nächstes Video machen. Es gab auch mal Ideen um 1500, 1600, wo Feuerwaffen angefangen haben, sich nach und nach zu entwickeln. Also Handfeuerwaffen und Gewehre. Ursprünglich mit Luttenschloss. Also da war hier ein Loch für die Leitung hier, Schwarzpulvergeschoss. Da war hier ein kleines Loch und hier war statt dem Feuerstein war eine brennende Lunte dran. Worum sich auch das Sprichwort eingebürgert hat, Lunte riechen. Also bereits wissen, dass jemand kommt mit einer Schusswaffe. Weil das hat ja damals gerochen, das hat ja nach Schwefel oder irgendwas anderem gerochen hier, Lütenschloss. Das hat ja permanent geklimmt. Also wo die mal, wie man manchmal in so Filmen sieht aus der Zeit, wo die mal pusten, damit das weiterhin glüht. Damit es nicht im Ernstfall versagt. Und das war natürlich anfällig für Regen. Und genauso hier Feuerstein mit Zündkraut als Art, wie geschossen worden ist. Ist jetzt blöd, weil ich es gerade vor meinem Gesicht halte. Ich mache es gleich nochmal mit dem Tablett oder auf meinem Schoß. Also das war ursprünglich Lindenschloss, später Feuerstein. Das war dann schon mit Zündhütchen. Hier wurde ein Zündhütchen aufgesetzt. Wie man aus Filmen sieht, die 1800 noch was spielen hier. 19. Jahrhundert. Hier wurde ein Zündhütchen aufgesetzt, also was bei einer Patrone ist. Also, jetzt habe ich sie ganz weggeräumt. Ah, jetzt habe ich meine Patronen weggeräumt.
Ja, ist auch nicht so wichtig. Also wie gesagt, bei einer Patrone, ich hatte es vorhin gezeigt, mit Patronen, da ist es auf der Rückseite, was eingeschlagen wird, was die Zündung auslöst. Hier war das damals separat, also Zündhütchen. Wurde hier aufgesetzt und dann halt, also hier auch eine Schwarzpulverleitung rein. Wurde halt, wenn es geschossen ist, wurde das Zündhütchen, hat einen Funken gebildet, hat halt hier drin die Leitung entzündet. Später war das halt bei Metallpatronen oder Papierpatronen, also bei Papierpatronen nicht, da war es auch noch mit Zündhütchen. Metallpatronen, da war es dann halt hier schon in der Patrone im Dings integriert. Aber im Grunde ist es das gleiche Prinzip. Zeige es am besten klar nochmal auf dem Tablett. Im Grunde ist es das gleiche Prinzip. Hier ist ein Zündhütchen. Wenn hier wäre das Zündhütchen in der Patrone bereits gewesen, in der Metallpatrone, und der Hammer löst dann das Zündhütchen an der Patrone aus. Und hier war es halt noch separat, wie es abgesetzt werden musste. So, Sekunde. Dauert sowieso ein bisschen länger, weil das Video ist ziemlich, wie sagt man, umfassend. Also das Thema, das kann man nicht in 5 Minuten mal schnell abhandeln. So, Sekunde. Ich versuche hier was vorzubereiten. Den sogenannte Pulver löschen. Hat schon mal jemand bestimmt davon gehört haben, Pulver löschen. Und Pulver löschen hat bedeutet, sprich Pistolen damals, also unabhängig jetzt von Verzündung, im Mittelalter, also 1500, 1600, frühes 17. Jahrhundert. Pulverflaschen hat bedeutet, als es noch keine Patronen gab. Die ersten Patronen, wie gesagt, Metallpatronen, also Pulver und Geschoss in einer Patrone, Zündhütchen musste separat abgesetzt werden. Später Metallpatronen, also sowohl Zündhütchen als auch Pulver als auch möglicherweise Zündkraut. Also was hier normalerweise aufgestreut wurde oder benutzt wurde, oder beziehungsweise das war mehr bei Lüttenschloss, der Art, wie eine Patrone, also wie ein Geschoss entzündet wird, Lüttenschloss, wo hier ein Zündkraut drauf kam, hier wurde normalerweise später direkt das Schwarzpulver drauf gestreut, ein bisschen wie es auch hier im Lauf mit dem Geschoss eingebracht worden ist. Deswegen gab es hier diese Klappe. Also das wäre jetzt der Feuerstein, hier ist es halt eine neutrale Kunststoff. Erst Schwarzpulver rein. Deswegen habe ich hier die sogenannten Zint- oder Schwarzpulverflaschen hier liegen. Ja, ich muss es doch der richtigen Reihenfolge noch erzählen. Sekunde. Also, jetzt habe ich meine Kippe weg, jetzt habe ich meine Hände frei. Mittelalter, wo es noch keine Patronen gab, erst Papierpatronen, später Metallpatronen. Schwarzpulver und Geschoss hier rein.
damit man das nicht überdosiert, also zu wenig drin hat, dass es nicht rauskommt, das Geschoss, oder zu kurz, also nicht weit genug fliegt, wie maximal hier die Reichweite von der Pistole oder vom Gewehr sein könnte. Oder zu viel, dass es die Gefahr besteht, der Schütze verletzt sich an der Hand, also wenn es eine Explosion gibt, also in der Regel hat er sich nicht nur an der Hand verletzt, dann ist die ganze Hand komplett irreparabel beschädigt und auch die Waffe kann gesprengt werden, also sprich der Lauf explodiert durch zu viel hier. Also im Grunde dasselbe wie bei einer Kanone, also Rohrkrepierer, dass eine Kanone explodiert, also die Geschützmannschaft tötet. Also im Grunde ist es ja nichts anderes als eine Kanone. Hier ist es halt vom Kaliber her eine relativ kleine Kugel, also immer noch größer als heute, aber wie gesagt, vergleicht mit der Kanonenkugel. Bei einer Kanone ist das gleiche Prinzip, aber halt viel weiter vergrößert. Damit sowas nicht passiert, hatten Pulverflaschen. Hier sieht man es halt nicht, hier ist kein Verschluss, oder ich habe ihn verloren, also dass hier nur ein Stopfen drauf war. Hatten normalerweise immer hier in ihren Ausführungen, hatten, ich zeige es mal kurz bei der, und dann räume ich die kurz weg hier, also die hier, hatten immer in der Regel, wie hier, ist es markiert durch den Ring, hatten eine Stelle, dass man genau wusste, also angenommen, hier wäre jetzt Schwarzpulver drin, hier wären Stopfen drauf oder eine Klappe hier, wo das hier halt oben dicht war. Ich schüttel Schwarzpulver raus, also das ist dann verschlossen. Oder ich muss halt hier einen Stopfen oder einen Finger oder irgendwas. Oder hier, keine Ahnung, wahrscheinlich mit dem Finger oder einen Stopfen. Ich habe hier genau die Menge Schwarzpulver drin, je nachdem Pistole oder Gewehr. Also beim Gewehr natürlich eine größere Ladung Schwarzpulver. Dass man genau hier von der Schwarzpulvermenge, die hier in der Flasche reingepasst hat, dass man genau beim Schütteln hier diese Menge Schwarzpulver hatte, die für einen Schuss notwendig sind. Je nachdem, bei einer Pistole halt weniger als beim Gewehr. Die Schwarzpulverladung. Dann wurde das halt hier in den Lauf reingeschickt. Also nur von da bis da, nur dieses Quäntchen, also nicht hier komplett wahllos grob aus der Flasche rein. Damit es hier genau abgemessen ist, nicht zu wenig Pulver, nicht zu viel Pulver, die Waffe kann nicht explodieren, also bei zu viel Pulver oder Schützen selber töten oder verletzen. Weil zu wenig Pulver, der Schuss ist nicht erfolgreich. Also entweder kommt das Geschoss gar nicht raus oder es fliegt nicht weit genug. Dafür waren normalerweise hier solche Markierungen, also wie hier in dem Fall vom Ring bis da, dass man genau wusste, das Quäntchen Schwarzpulver braucht man für einen Schuss hier. Man hat nicht pauschal nach Augenmaß hier Schwarzpulver in den Lauf gegeben. Also bei der Flasche ist es halt blöd zu sehen. Weil hier der Verschluss wahrscheinlich schon fehlt, hier das Schöpfen. Hier sieht man es besser. Oben verschlossen. Also wenn ich es jetzt umdrehe, angenommen, hier wäre jetzt Schwarzpulver drin. Oben ist es ja hier verschlossen, hier durch das Ding hier. Dann schüttle ich, dann sammelt sich hier eine gewisse Menge Schwarzpulver. Dann drehe ich sie wieder um. Dann nehme ich die Waffe, je nachdem, wie das Quäntchen hier vorgesehen ist, dosiert ist, für eine Pistole, also für eine Handfeuerwaffe oder für ein Gewehr, für eine Fernfeuerwaffe. Halt dann hier die Klappe, also ist ja nur, wie gesagt, die Flasche ist ja verschlossen, ist ja nur hier das Quäntchen, was hier drin ist. Tue ich halt hier das hier öffnen hier durch die Klappe und dann kann ich es halt hier reinschicken. Weil so eine Ausführung hier halt das Fleisch in grün. Moment, das habe ich so hoch gemacht, also zu niedrig gemacht die Kamera. Hier, weil die Flasche ja größer ist, die Zündpulverflasche hier dasselbe in grün. Das wäre jetzt angenommen, genau von da bis da für ein Gewehr oder für eine Pistole. Also das Quäntchen Schwarzpulver, was hier genau rauskommt, wenn ich es jetzt dosiere, wenn ich es jetzt umkippe. Oben ist es ja verschlossen hier. Also hier ist Feuer jetzt mit Schwarzpulver. Nach unten schütteln, dass sich hier ein Teil sammelt hier. Genauso viel wie für ein Gewehr oder für eine Pistole vorgesehen ist. Dann halt das Gewehr oder die Pistole nehmen. Und da ist ja nur das Quäntchen, was von da bis da sich angesammelt hat. Das Ding hier hochklappen und halt rein in den Lauf. Hier halt identisch, also wahrscheinlich kleiner. Ich schätze mal die größeren hier. Von der Schwarzpulvermenge her, weil ja auch das Gewehr mehr gebraucht hat, also weil halt das Gewehr die Kugel viel weiter fliegen kann, dass das hier eine Schwarzpulverflasche für ein Gewehr war und das hier war eine Schwarzpulverflasche für
für eine Pistole, dass sie deswegen auch unterschiedliche Größen teilweise hat. Ja, und dasselbe in grün. Ja, verschließbar. Hier bildet sich eine gewisse Menge, wenn ich es jetzt umkippen würde. Also hier, es bleibt ja verschlossen. Ich drücke es ja nicht runter, während ich es umkippe, also das rausrieselt. Ich lasse das Ding hier verschlossen hier. Alles schütteln, also nach unten schütteln, dann sammelt sich hier eine gewisse Menge Schwarzpulver. Dann nimmt man halt die Waffe, je nachdem, die man hat, und halt rein. Das ist aber nur der Schwarzpulver, also das Geschoss kommt dann separat noch. Hier. Und die gab es natürlich in allen möglichen Ausführungen, also auch sehr kunstvoll gestaltet wie hier. Das sind halt, wie gesagt, mehr zierte. Die echten Schwarzpulverflaschen, die werden nicht so kunstvoll gestaltet worden sein, also das hier war mehr zur Dekoration hier. Hier war es egal, ob man rechts oder Linkshänder ist. Ein Rechtshänder hätte es halt so jetzt gemacht. Ein Linkshänder hätte es halt so jetzt gemacht. Also im Unterschied zur Waffe, wo man manchmal für Linkshänder nicht mitgedacht hat. Hier wäre es wurscht gewesen, wie rum. Hier das gleiche, also Linkshänder jetzt, Rechtshänder, hier ist es wurscht. Ist wahrscheinlich sogar noch von irgendeinem Bundesland hier, König hier, Königkrone, keine Ahnung hier, Hessen, Schwaben, was weiß ich, also irgendein Bundesland, also hier Deutsch. Zwei Löwen oder Löwen, Adler, zwei geflügelte Löwen. Hier die Krone, also damals Zeiten in Deutschland oder in Europa, wo noch Könige und Kaiser geherrscht haben. Kaiserkrone, Königskrone hier. Wie beim Koppelschloss halt. Ursprünglich also nicht von der Wehrmacht, von der Reichswehr, also sprich unterm Kaiser noch. Da war ja auch am Koppelschloss oder beim Eisernen Kreuz, war später ein Hakenkreuz, war ja ursprünglich hier die Königskrone hier. Oder die Kaiserkrone, in dem Fall Deutsches Kaiserreich. Der ehemalige König von Preußen ist ja dann später deutscher Kaiser geworden, also für Gesamtdeutschland. War der Reichsgründung 1871. Hier Linkshänder. Rechtshänder, also bei Pulverflaschen ist es eigentlich immer egal, wie rum. Ja, und hier ohnehin, weil hier gibt es ja wahrscheinlich kein Dings. Also, so wie es aussieht, hier war noch nie einer hier dran. Das war wahrscheinlich wirklich nur mit den ursprünglichen Korken. Also, wie bei einer Weinflasche war das hier verschlossen, dass ich immer einen Korken abnehmen musste hinterher. Oder halt hier einen Daumen drauf halten. Das ist halt das Blöde, ich habe nicht so riesen Pfoten. Daumen drauf halten, nach unten schütteln, also dass sich hier genau eine Schwarzpulvermenge drin sammelt hier. Könnte ob es da, die ich für einen Schuss benötige. Daumen natürlich drauf lassen beim Umdrehen. Dann erst einen Daumen runternehmen, hier ein bisschen Schwarzpulver hätte man jetzt am Daumen drin gehabt. Und dann halt in der Waffe in den Lauf. Gut, also so viel zum Thema Pulverladung, Pulverflaschen. Hier bin ich mir nicht mehr sicher. Ich
Ich habe hier, wie gesagt, eigentlich sind es Duellpistolen, aber die wurden halt teilweise auch als normale Waffen eingesetzt, also nicht nur bei Duellen. Ich habe hier insgesamt 4 Stück. Gab es damals auch als Deko. 3 sind mit silbernen Verzierungen und silbernen Lauf und eine ist mit Messing, also sieht aus wie Gold. Jetzt hätte ich es gerne nochmal schöner von oben gefilmt, also dass er direkt von oben drauf filmt. Dass man alle 4 Pistolen ideal sieht, aber wahrscheinlich wird es nichts. Nee, wird nicht wirklich was. Ich kann sie ja nochmal kurz zeigen. Separat erstmal nur 2 nebeneinander. Wie man sieht, hier sind Beschläge, also Verzierungen. Hier ist es halt schon abgeschafft. Das ist halt, wie gesagt, das ist wie so ein Spiegel hier, wo die in so einem Wandhalter sind. Hier hat halt schon die Halterung hier schon ein bisschen abgeschafft. Wie gesagt, das wäre ein Feuerstein. Hier normalerweise Pulver drauf und dann die Klappe runter. Also so hat man es damals versucht, das Pulver vor Regen zu schützen. Und natürlich vor unabsichtlichen Abschlagen. Dass es schon halb vorgespannt war, wie hier. Das ist halb vorgespannt. Ja. Und jetzt halt, also hier ist ja bereits befüllt mit Schwarzpulver mitten geschossen. Moment. Es wäre bereits befüllt mit Schwarzpulver und mit dem Geschoss, dass ich hier das Ding hier nur halb spanne. Moment, ich muss es nochmal machen, jetzt habe ich ja gerade mich selber unterbrochen. Also so ist komplett bis nach hinten jetzt gespannt, also jetzt wäre es komplett schussbereit. So ist es halt nur, wie gesagt, vorgespannt, also teilgespannt. Dass der Hahn nach hinten wäre, hier würde jetzt Pulver drauf, dann hier Klappe runter, dass das Pulver ein bisschen wenigstens Regen geschützt ist, also trocken bleibt. Hat sich aber auch nicht bewährt hier mit den Schussfallen hier, mit den Klappen. Und dann erst kurz vorm Schuss halt, also natürlich auch Finger weg vom Abzug, genau wie bei der Waffe heute mit Metallpatronen. Erst dann nach hinten. Und dann halt das Ding hier frei machen. Und dann natürlich dass der Feuerstein hier automatisch das Schwarzpulver hier entzündet. So bei Nichtbenutzung, also komplett leer, ist es halt blöde. So normalerweise, dass der Feuerstein hier aufliegt und dann erst wird die Klappe hier geschlossen. Gab es auch unterschiedliche Läufe, also Breiten. Muss ich dann gleich nochmal mit den anderen beiden im Vergleich zeigen. Hier, wie gesagt, ist auch ein Zierbeschlag. Hier ist manchmal unterschiedlich gestaltet. Also hier sind Verzierungen drauf. Hier. Manche sind halt glatt, manche haben halt hier irgendwelche Verzierungen. Sind wie gesagt nur Modelle, also nicht schussfähig. Ich würde jetzt eigentlich hundertprozentig wissen hier mit Schwarzpulver. Also selbst wenn ich sie riskieren würde, damit zu schießen, natürlich würde ich dann mir mit einem Strick oder irgendwo die Waffe festbinden und würde hier mit Stricken Lauf machen. Also ich würde es nicht direkt mit den eigenen Händen bedienen. Ich würde es nicht riskieren, also hier sinnlos Schwarzpulver vom Knall, vom Feuerwerk oder irgendwas hier reinzufüllen hier. Also die sind nur zerzierte gedacht. Sind möglicherweise noch schussfähig, wenn man halt hier ein bisschen manipuliert, aber eigentlich sind sie nicht als schussfähige Waffen gedacht. Sind halt auch nur Modellwaffen. Hier gab es halt, ich sag mal, unterschiedliche Laufstärken, also auch unterschiedlich die Größe von den Geschossen hier.
war halt nicht genormt. Hier ist wieder kein Beschlag auf dem Griff, dafür ist halt hier wieder mehr Verzierung auf dem Lauf hier. Und auch hier viel breiter hier. Also hier passt ein viel größeres Geschoss rein. Beziehungsweise nicht wirklich viel größer hier, das ist nur breiter. Also für die Rauchentwicklung, für die, ich sag mal, beim Entzünden, für was später das Mündungsfeuer war bei automatischen Waffen, also bei richtigen Metallpatronen, für den Mündungsblitz, also hier, dass das hier besser entweichen kann, hier die Gase. Das war wahrscheinlich damals zum Stopfen hier. Also da war es nicht fake hier, da war es beweglich. Ausnehmbar konnte man halt die Waffe dann damit stopfen hier, also Schwarzpulvergeschoss. Ja, dasselbe. Das ist halt die Messingausführung. Hier auch nichts am Griff. Dafür ist halt hier irgendwas dran hier. Hier sieht man es halt auch, also unterschiedliche Laufstärken. Also was heißt Laufstärken? Hier ist es nur vorne breiter. Das war halt ursprünglich wahrscheinlich, also richtig rausziehbar hier, rausnehmbar. Das war ursprünglich an der Pistole dran hier, dass man damit dann gestopft hat. Das muss, wenn hier Schwarzpulver bereits reingefüllt ist und ein Geschoss eingelegt worden ist und das Papier, das sogenannte Schusspflaster, dass man das dann rausgezogen hat und hat, also wie bei einer Muskete auch, wo das normalerweise fest in der Waffe irgendwo drin steckt, der Ladestock, das mal halt hier und hat dann damit gestopft, geladen. Das Prinzip hier ist immer das gleiche, also wie gesagt, Feuerstein-Variante hier. Hier komplett schussfertig und ansonsten halt nur teilgesprengt. Klappe hoch, Schwarzpulver drauf, Klappe runter, damit es regengeschützt ist. Aber hat sich halt nicht bewährt, also es ist trotzdem Feuchtigkeit eingedrungen. Aber es war schon effektiver im Vergleich zu vorher mit Lundenschloss. Tja, und weil das halt in der Regel nur Einschussvariante war, also wie beim Gewehr, gab es natürlich auch Ideen, deswegen habe ich die, hier sind es halt nur zwei, hier erkennt man es. Gab es halt die Ideen, um mehr als einen Schuss zur Verfügung zu haben, dass man einfach mehr Läufe gemacht hat, wie hier, doppelläufige. Ja, also ich hätte jetzt geschossen hier, das hier, oberster Lauf hier. Und natürlich hätte ich dann erst eine zweite Pistole gebraucht oder hätte wieder mühsam nachleiten müssen, so wurde dann einfach das gedreht. Also der Lauf wurde jetzt bereits verschossen hier, der oberste. Natürlich wieder zurück, also teilsprengen. Jetzt wurde das dann so gedreht hier, zack, dass der Lauf von hier unten dann hier oben hingekommen wäre und da hätte ich halt zwei Schüsse jetzt mit der gehabt. Und teilweise gab es die auch mit bis zu vieren oder bis zu sechsen, also man wurde wie halt bei der Maschinenkanone heute, also mit mehr Läufen. So wurde halt experimentiert, als es noch nicht Magazine und Patronen gab, dass man halt stattdessen einfach mehr Läufe angebracht hat, also dass man mehr als einen Schuss zur Verfügung hatte. Aber das Umdrehen hat auch Zeit in Anspruch genommen, also es hätte genauso gut gereicht, wenn ich zwei Pistolen mit jeweils einem Einzelschuss gehabt hätte. Also hier in dem Fall, hier hätte ich halt dann drei gehabt, wenn ich jetzt noch eine Pistole mit einem, eventuell Pistole mit einem Einzelschuss noch dazu gehabt hätte. Hier, also hier hätte ich theoretisch jetzt drei Schüsse zur Verfügung gehabt. Hier zwei und hier halt ein. Das ist halt auch der Leutestock hier. Das soll halt der Leutestock sein hier. Ist jetzt nicht mehr beweglich, ist nicht mehr rausnehmbar. Damit hätte man normalerweise, wenn hier Schwarzpulver
eingefüllt wird und geschossen, hätte man halt hier den Stock hier rausgezogen und hätte damit halt gestopft und geladen. Ja, halt, also halt sogar zwei Ladestöcke, sowohl für den untersten als auch für den obersten Lauf. Da gab es halt auch schöne, genau wie bei den Pulverflaschen, schöne Verzierungen hier, schöne Beschläge. Hier steht es sogar noch Bailey. Also hier ursprünglich wahrscheinlich mal der das hier entwickelt hat, doppelläufiger oder generell der das hier produziert hat. Bailey. Hier hätte es dann sogar gut zusammengepasst hier. Waren halt kleine Kunstwerke, also warum ich mich auch für Waffen interessiere. Es war nicht nur, ist klar, eine Waffe soll Menschen töten oder Tiere töten. Also im Grunde ein Mordwerkzeug. Es war nicht nur Mordwerkzeuge, also Waffen, die halt zum Töten entwickelt worden ist. Es waren auch teilweise Kunstwerke. Und hier, wie gesagt, da sieht man ja die Technik, worauf ich jetzt eigentlich eingehen wollte. Hier die verschiedenen Arten, wie ein Schuss ausgelöst werden könnte. Das wurde ja immer weiter verbessert. Also die ganze Technik, die ganze Geschichte interessiert mich hier, wie das umgesetzt worden ist. Die verschiedenen Arten, wie man leiten konnte, wie man abfeuern konnte. Jetzt ist sie gerade wieder unscharf geworden, die Kamera ist nicht mehr fokussiert. Ne? Jetzt hat es wieder fokussiert. Ist halt meine Webcam. Ich tue das hier mit der Webcam aufzeichnen. Deswegen verliert sie manchmal die Fokussierung. Kann aber auch bei normalen Kameras passieren, also die nicht nur als Webcam gedacht sind. Kennt man ja auch bei Bildern, also bei Fotos. Das war halt die Idee, also hier statt zwei Pistolen, dass ich halt hier mehrere Läufe habe, also dass ich schneller einfach einen Lauf umdrehe und habe noch einen Schuss zur Verfügung, wenn beide Läufe bereits vorgelassen worden wären. Weil sich das halt nicht als effektiv herausgestellt hat hier, also die Art mit Feuerstein hier, mit Zündkraut oder später mit Schwarzpulver hier, Klappe zu, regengeschützt, wassergeschützt. Genau wie hier, vorher, dass ich die Lunte hier, wie sagt man, ausgehen konnte durch Regen. Deswegen wurde hier mal gepustet, damit hier mal hier die Glut erhalten bleibt. Warum dann später Feuersteinzündung entwickelt worden ist, das war schon effektiver als Lunte. Aber hier, das konnte nass werden, genau wie das Pulver innen drin, also dass ich keinen Schuss gelöst hätte. Um das halt zu verbessern, genau wie vorher Lundenschloss, wurde halt hier dann die Idee mit den Zündhütchen entwickelt. Also dasselbe, Schwarzpulverleitung hier, das ist noch gleich geblieben. Schwarzpulverleitung hier, eine Dosis für eine Pistole. Also hier selber umdrehen, schütteln, da rein. Hier Schwarzpulver reinschicken, Geschoss rein, Feststoff. In dem Fall ist ja nicht mal ein Ladestock oder irgendwas dabei, also hat man den wahrscheinlich separat entweder an der Flasche hier gehabt. Oder man musste sich irgendwie anders behelfen, um hier eine Ladung festzustopfen. Also hier ein Geschoss mit Papier als Schusspflaster und halt Schwarzpulver, wenn es hier reingefüllt worden ist. Man hat hier nicht direkt einen Ladestock hier irgendwo an der eigentlichen Waffe drin, also Derringer. Den habe ich aus dem Grund, ich habe es in einem anderen Video schon erwähnt. Sekunde. Also auch eine Schussvariante gab es auch in mehreren Versionen, also mit mehr Läufen oder halt mit mehreren Dingern, also dass man mehr als einen Schuss zur Verfügung hatte, das ist halt nur die Einschussvariante. Den habe ich einerseits wegen der Art, wie die Schussauslösung gemacht ist, also hier in dem Fall Zündhütchen. Hier statt Feuerstein, statt Lunte. Es ist kein Schwarzpulver mehr, also wie gesagt, das Schwarzpulver hier mit dem Geschoss, es ist hier kein Schwarzpulver mehr hier vonnöten. Man hat halt hier das Zündhütchen aufgesetzt, was den Funken gemacht hat und durch den Hammer dann, der aufs Zündhütchen geschlagen hat, also klar wie beim heute mit der Patrone, wurde halt dann der Schuss ausgelöst, also das Zündhütchen hat dann hier den Funken gebildet. Und das hier ist die Waffe mit der John Wilkes Booth, der Attentäter. Abraham Lincoln in den Hinterkopf geschossen hat, also der Lincoln-Attentäter, ein Schuss, Derringer.
Der hat diese Waffe hier benutzt. Der Ranger Modell 1858, glaube. Irgendwo ist hier was zu lesen, aber hier. Der Ranger Philadelphia. Ja, ich muss jetzt die Kamera halten, dass man es also sieht. Ja, wie sie fokussiert sind, nicht eben, als es da auch fokussiert. Eben war es zu lesen, also Derringer Philadelphia. Ich dachte, hier steht als Modell, ja, aber wahrscheinlich nicht. Also ich glaube, es war Derringer. Irgendwie fokussiert es nicht mehr. Irgendwie wird es nicht mehr scharf. Also das Bild. Keine Ahnung. Das war auf jeden Fall die Waffe, der mit der John Wilkes Booth Abraham Lincoln in den Hinterkopf geschossen hat, also das linken Attentat ausgeführt hat. Und da gab es halt weniger Probleme hier, also mit Zündhütchen, wegen Gefahr, dass es nicht funktioniert, also gerade bei Feuchtigkeit, bei Regen. Also abgesehen von der Leitung. Die Leitung durfte natürlich nicht nass werden hier, also Schwarzpulver, was im Lauf drin war. Spieler, also ursprünglich Taschenspieler, also hier Taschenpistole hier, passt in die Hosentasche, Jackentasche oder hier. Im Ärmel hier irgendeine Apparatur oder keine Ahnung, in die Jacke, also irgendwo hier versteckt. Die Spieler haben die natürlich vorgeladen, mit sich rumgetragen, damit sie bei Bedarf diese Waffe schussbereit, griffbereit hatten. Aber in der Regel wurden solche Waffen wirklich nur kurz vorm Schuss geladen oder sie wurden halt so transportiert, wenn sie bereits geladen waren, also mit Schwarzpulver, mit Leitung. Gerade weil es ja nass werden könnte, also angenommen, man wartet durch den Bach. Und außerdem kommt man kurz die Waffe unter Wasser, also warum man auch generell aufpassen muss, auch bei heutigen Waffen, also mit Metallpatronen, dass nicht der Lauf unter Wasser kommt, dass kein Wasser vorne in den Lauf eindringt. Es kann halt passieren, dass die Leitung feucht wird oder halt generell durch Luftfeuchtigkeit, also gerade bei Regen. Das heißt, wenn man nicht direkt hier zulässt, dass da rein geregnet wird, dass halt die Leitung allein schon durch die Luftfeuchtigkeit feucht wird. Und dann verliert ja auch das Schwarzpulver. Jetzt, wenn es dann wieder trocknet, wird ja. Ich sag mal, das Nitrat aus dem Schwarzpulver ausgewaschen, dadurch, dass es durch die Feuchtigkeit, Regenwasser, normal das Wasser, Luftfeuchtigkeit, dann verliert auch der Schwarzpulver seine Wirkung. Also in der Regel hat man immer dafür gesorgt, dass es hier trocken und geschützt war. Also in der Regel hat man es geladen und dann irgendwo hier mit irgendwas verstopft vorne, dass kein Wasser eindringen konnte. Eindringen konnte. Oder man hat es halt wie die jetzt ohnehin hier versteckt getragen, also vorgeladen, dass es schussbereit wäre. Oder man hat es halt wirklich erst kurz vorm Schuss hier vorne dann geladen. Und hier natürlich ebenfalls, also die noch hier mit Schwarzpulver geladen werden mussten mit Feuerstein. Hier war es halt nicht mehr notwendig, hier war es halt dann mit Zündhütchen. Das ist das gleiche Prinzip wie bei einer Muskete hier, wie es auch im amerikanischen Bürgerkrieg dann verwendet worden ist. Hier wurde halt ein Zündhütchen aufgesetzt. Und hier halt bei den Nordstaaten dann Miniergeschoss und bei den Südstaaten, die haben halt weiterhin noch Rundkugeln verwendet, also Glattlauf ohne Ziege. Warum die Musketen von den Südstaaten bei den Konföderierten in der Regel ungenauer waren und auch weniger eine tödliche Ladung hatten. Also Miniergeschoss hier mit Zügen im Lauf wissen wir ja selber heute, die Patrone, also das eigentliche Geschoss, das Miniergeschoss, wird dadurch in kreisende Bewegung versetzt bei der Schussabgabe. Da ist es halt treffsicher, auch auf weitere Entfernungen und so. Ja, und hier war es dann schon, ich sag mal, einfacher gelöst. Hier waren dann schon Metallpatronen verfügbar. Also ursprünglich die ersten Patronen, also Papierpatronen, da war nur das Geschoss und der Schwarzpulver drin. Wie gesagt, die eigentliche Schussabgabe wurde halt
entweder mit Lindenschloss oder mit Feuerstein oder hier mit Zündhütchen gelöst. Später war dann halt schon hier in der Metallpatrone automatisch das Zündhütchen am Boden von der Metallpatrone integriert. Da war halt nichts mehr notwendig, aber im Grunde ist das das Gleiche. Der Hammer schlägt halt hinten mit diesem Sporn. Der Hammer schlägt halt hinten mit diesem Sporn beim Zündhütchen bei der Patrone jetzt auf. Und vorher hier bei dem hätte er halt hier auf dieses Zündhütchen hier aufgeschlagen, was hier aufgesetzt wird. Ja, hier wäre das Zündhütchen aufgesetzt gewesen. Hier ist es halt automatisch schon in der Patrone integriert, in der Hülse. Und hier sieht der Hammer halt ein bisschen anders aus. Hier ist halt dieser Sporn, der da aufschlagen soll. Bei automatischen Waffen halt hier innen drin in Schlagbolzen hier. Legst du nochmal nebeneinander. Wie gesagt, eine mit Dings habe ich jetzt nicht da mit Lindenschloss. Aber so sieht man ja ungefähr die Entwicklung, die es genommen hat. Und als es noch nicht üblich war, Sekunde, ist nicht ideal. Ich krieg's irgendwie immer nicht hin, dass es exakt alle drei im Bild gut zu sehen sind. Und als es halt noch nicht üblich war, also Metallpatrone, alles integriert, Zündhütchenleitung, Zündhütchenleitung, Geschoss, also die eigentliche Kugel, die sogenannte Kugel. Beim Menet-Geschoss halt das Menet-Geschoss, also der Diabolo heute vom Luftgewehr sieht so ähnlich aus wie ein Menet-Geschoss. Das wird dann halt bei der Schussabgabe hinten breiter, also das, was hinten offen ist, und dadurch kann das besser in die Züge im Lauf greifen. Und dadurch wird halt automatisch das Geschoss in den Treffer versetzt. Vorher hat man halt, wo auch Revolver noch umständlich geladen werden mussten, also separat Schwarzpulver. Separat Schwarzpulver, separat Geschoss, Schusspflaster, also dass es vorne nicht einfach rausrieseln, rausfallen kann. Und hinten wird es halt abgedichtet, in der Regel mit Bienenwachs, damit, wenn eine Leitung im Lauf im Trommel ausgelöst wird, damit eine Leitung nicht automatisch die andere mit hier entzündet, damit die ganze Waffe gesprengt wird und der Schütze die Hand verliert, abgesehen von der Waffe, die dann kaputt ist, dass er wehrlos ist, wenn er nicht ohnehin schon dadurch sich selber getötet hat. Also wie beim Rohrkrepierer bei einer Kanone. Vorher hat man halt versucht, das hier zu lösen, also mit mehreren Läufen oder halt wie hier, dass man mehrere Trommeln bereits vorbereitet hat und hat dann nur schnell die Trommel ausgetauscht beim Revolver, wo hier noch ohne Mentalpatronen das war. Dass man halt einfach nur hier die Trommel bereits mit 6 Patronen hatte, also in dem Fall, jetzt sind es ja schon Patronen hier, also Metallpatronen. Vorher, wo es noch mit Schwarzpulverleitung war, mit Geschoss einzeln, also keine Metallpatronen, dass es halt mehrere Trommeln bereits vorgeladen eingesteckt waren, hat das mal nur auf die Schnelle dann die Trommel ausgewechselt hat, also alle 6 auf einmal ausgewechselt hat hier. Alle 6 Möglichkeiten zu schießen. Oder halt ganz davor halt mit mehreren Läufen hier. Also statt hier einem Schuss Variante, dass man 6, 7, 8, also teilweise gab es da verrückte Ideen, dass man mehr Läufe hatte, die dann halt sich gedreht haben oder die man selber mit reindrehen musste. Tja, das ist soweit eigentlich die Entwicklung von Handfeuerwaffen und auch wie gesagt die Entwicklung von der Art, wie die eigentliche Zündung, also der eigentliche Schuss ausgelöst wird. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.